Willkommen zum Aktivitätsschulungsvideo zu Smart Order. Dieses Tool wurde entwickelt, um die Funktion des Metatrader zu erweitern, die Handelsgeschwindigkeit zu erhöhen und das Verwalten von Positionen zu verbessern. Installation. Schließen Sie die Metatrader 4 Plattform und führen Sie Smart Order 2 Exit aus. Wählen Sie Aktivtrades Metatrader als Installationsordner. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Smart Order 2 starten. Erstens starten Sie den Metatrader 4. Öffnen Sie dann das Navigatorfenster, legen Sie Smart Order 2 in einen Chart und klicken Sie die Option Allow Live Trading an und entfernen Sie den Haken aus der Box für die Option Ask Manual Confirmation. Klicken Sie die Option Allow DLL Imports an und entfernen Sie den Haken aus der Box für die Option Confirm DLL Function Calls. Klicken Sie Allow Import of External Expert an. Vergewissern Sie sich, dass der EA nur in einen Chart eingefügt ist. Anschließend klicken Sie doppelt auf das Smart Order 2 Icon auf Ihrem Desktop. Sie können nun die Plattform starten und im Menü der Applikation die gewünschte Sprache auswählen. Eröffnen von Positionen. Verwenden Sie das Menü, um einen Kontrakt auszuwählen und die Buy- und Sell-Flächen, um einen Marktauftrag zu platzieren. Das Volumen kann im Lots-Feld eingestellt werden. Sie können Stop-Loss und Take-Profit in Punkten eingeben. Bitte beachten Sie, dass ein Punkt 0,00001 entspricht und bei Kontrakten die vier Stellen nach dem Komma quotiert werden, zum Beispiel Euro, US-Dollar. Und 0,01 entspricht bei Kontrakten, die mit zwei Stellen nach dem Komma quotiert werden, zum Beispiel US-Dollar, japanischer Yen. Sollten Sie Stop-Loss und Take-Profit nicht im Einklang mit den von uns festgelegten Mindestabständen eingeben, werden die Stop-Loss und Take-Profit-Felder in Rot markiert und Sie werden nicht in der Lage sein, den Auftrag zu platzieren. Bitte beachten Sie, dass beim Platzieren eines Stop-Loss der Spread des gewählten Kontraktes auf den gewünschten Stop-Loss-Level darauf gerechnet werden muss. Schließen von Positionen. Alle offenen Positionen sind im Reiter Positionen aufgelistet. Es gibt drei Möglichkeiten, eine Position zu schließen. Erstens, um alle Positionen eines bestimmten Kontraktes zu schließen, wählen Sie den Kontrakt in der Menüleiste und klicken Sie auf Schließen. Zweitens, um eine bestimmte Position zu schließen, klicken Sie auf das rote X neben der Position. Und drittens, um alle offenen Positionen zu schließen, wählen Sie den Button Alle schließen aus, Positionen umkehren. Wählen Sie einen Kontrakt in der Menüleiste aus und klicken Sie dann auf Umkehren, um alle Positionen für den gewählten Kontrakt umzukehren. Wenn Sie zum Beispiel drei Sell-Positionen zu je 0,01 Lot und eine Buy-Position zu 0,01 Lot besitzen, werden Sie nach der Umkehrung eine Buy-Position von 0,02 Lot besitzen. Pending Orders löschen. Alle Pending Orders sind im Reiter Pending Orders aufgelistet und können auf dieselbe Art und Weise gelöscht werden, wie offene Positionen geschlossen werden. Pending Order eröffnen. Um eine Pending Order zu platzieren, klicken Sie auf Neu im Reiter Pending Orders. Alle Funktionen mit Smart Order 2 können Sie außerdem eine Position zu einem gewählten Zeitpunkt schließen lassen, alle Positionen zu einem gewählten Zeitpunkt schließen lassen, alle Positionen bei einem vorgegebenen Equity-Stand schließen lassen, eine OCO-Order platzieren und eine Position zu einem gewissen Zeitpunkt eröffnen lassen. Vielen Dank für das Anschauen unseres Schulungsvideos zu Smart Order 2. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben.